Ich heiße Stefanie, ich komme von der Bauhaus-Universität Weimar und ich studiere Urbanistik. Mein Name ist Hannes, ich komme auch aus Weimar, studiere noch im Bachelorstudiengang Urbanistik. Vor Berlin haben wir uns mit der Kinderpartizipation und der Jugendpartizipation beschäftigt, die sich auf die spezifische Aufgabe eines Schulumbaus bezieht. Und es ist jetzt auch ein Kandidat der IBA Thüringen. Ich habe mich im letzten Wintersemester in einem Projekt beschäftigt. Dieses Projekt hieß Bildungschancen im ländlichen Raum. Es gibt auch viele, die halt sich im ländlichen Raum befinden, halt nicht eine typische Stadtschule sind und dann halt ganz andere Bedingungen haben als eine Schule in der Stadt. Ich erwarte, dass wir in einen guten Austausch mit anderen Studenten kommen, unser Projekt ein bisschen nochmal reflektieren können, vielleicht auch ein bisschen Feedback bekommen für das, was wir gemacht haben. Wir sind zwar alle mit demselben Hintergrund hier, haben so den Stadtplanungshintergrund, aber auch von verschiedenen Studiengängen und vielleicht können wir uns da so ein bisschen auch gegenseitig neue Sichtweisen zeigen. Praktische Arbeit ist immer gut, Kontakte knüpfen ebenso und ich denke auch seine Freizeit ein bisschen positiv nutzen, obwohl das jetzt wieder äußerst vorbildlich ist. Es ermöglicht halt einfach in diesen anderthalb Wochen über diesen kleinen Tellerrand hinauszublicken, weil wenn ich in der Universität bin, dann sind die meisten Projekte, die ich belege, die meisten Seminare wirklich vorgefertigt. Es gibt einen kompletten Lehrplan dazu. Für mich persönlich ist es besonders spannend, da ich noch einen Bachelor studiere und jetzt für mich die Frage kommt, welchen Master kann ich studieren oder möchte ich studieren? Und jetzt hier mit vielen Masterstudenten aufeinander zu treffen, ist auch nochmal gut, da in den Diskurs zu kommen. Und ganz besonders freuen wir uns natürlich auch auf diese Interdisziplinarität, die hier einfach gefördert wird. Und wie Hannes schon sagte, wir hoffen einfach auf Input. Und natürlich sind wir auch wissbegierig und möchten auch noch ein bisschen dazu lernen von den anderen Universitäten.